Neben den Wettbewerbsfilmen gibt es jedes Jahr mehrere unterschiedliche Sektionen, unter anderem auch die Sektion Generation. Und da sind wir gerade bei der Eröffnung Generation K+. Richtig, Felicitas? Genau, ja. Die Berlinale, die hat da eben diese extra Sektion eingerichtet, in der auch die Filme für jüngeres Publikum ein schönes, großes Forum geboten bekommen. Und ich habe es geschafft, eine Karte für die Eröffnung, die heute jetzt stattfindet, zu ergattern und freue mich jetzt auf den ersten Film. Worum geht es denn in dem ersten Film? Der Titel ist Paper Planes. Das ist eine australische Produktion von Robert Connolly. Und es ist ein Film über eine Vater-Sohn-Beziehung. Der Junge, um den es geht, der im Mittelpunkt steht, ein aufgeweckter 10-Jähriger, der ist sehr gut darin, Papierflieger zu konstruieren und hat die Chance, bei einem Wettkampf teilzunehmen. Und verbunden mit dieser Wettkampfgeschichte ist wohl eine Geschichte um die Verarbeitung einer schweren Situation. Die Familie hat die Mutter verloren, der Vater des Jungen trauert immer noch darum. Und rund um diesen Papierfliegerwettbewerb bekommen nun der Vater und der Sohn die Möglichkeit, diese Trauer zu verarbeiten. Also ich bin sehr gespannt. Bitte begrüße auf der Bühne die Leiterin der Generation, Marianne Redpath. Guten Tag, herzlich willkommen zum 38. Generation der 65. Berlinale. Kinderfilm ist hier das Thema in der Generation K+. Und neben mir sitzt jetzt der Joel. Gehst du gerne ins Kino? Ja. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Drache Kokosnuss. Drache Kokosnuss. Was ist? Hat er gerade gesehen. Also ich höre, Sie gucken gerne auch Filme mit Ihrem Kind? Also wir fangen jetzt gerade an. Also der Joel ist jetzt 5 und wir suchen jetzt Filme für ihn so peu à peu. Also es geht sozusagen, die Kinokarriere geht jetzt gerade los. Wie informieren Sie sich denn über Filme, die für Joel geeignet sind? Also es geht viel über Empfehlungen von anderen Familien. Ansonsten gibt es halt auch Verfilmungen von Büchern, die wir kennen. Sowas interessiert uns. Eine weitere Möglichkeit, sich über Kinderfilme zu informieren, bietet jetzt auch die Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz, die als Beilage im Filmdienst erscheint. Neben mir steht jetzt Horst-Peter Koll, Chefredakteur vom Filmdienst. Herr Koll, was hat es mit dieser Beilage genau auf sich? Wir hatten das Glück und die einmalige Chance, eine 35 Jahre eingeführte Fachpublikation zu übernehmen und sie in eine Zukunft zu führen. Das heißt, dass man nicht nur 300 Leuten erzählt, wie toll, wie vital, wie lebendig das Kinderkino ist, weil dort Geschichten erzählt werden, die man sich eigentlich auch als Erwachsener guten Gewissens mal anschauen kann. Und wir hatten die Chance, das in die Zukunft zu führen mit farbigen Bildern, mit besseren Layout-Techniken, sodass wir hoffentlich sehr, sehr viele Leser erreichen und ihnen klar machen, dass das ein ganz, ganz tolles Medium ist. An wen richten Sie sich genau? An Fachpublikum oder wirklich an Mama und Papa von nebenan? Also am ehesten würden wir uns natürlich gerne an alle richten. Aber wir müssen uns natürlich erstmal an die richten, an die der Filmdienst geht. Und der Filmdienst ist traditionell ein Medium für cineastisches Fachpublikum. Dazu gehören genauso Studenten wie professionell arbeitende Leute. Aber ich glaube, dass immer mehr Einzelbezieher dabei sind, die auch älter werden, die Familien gründen, die vielleicht Opas und Omas werden, sodass also auch die ein Publikum sind, um diese Erzählformen, die man nicht so leicht entdeckt im Kino, für sich zu finden. Das heißt, welche Inhalte sind dort genau zu finden? Sind das Filmkritiken über die Filme, Filmempfehlungen oder was erwartet einen Leser? Sie finden eigentlich alles. Sie kriegen natürlich zunächst die Filmkritiken zu den neuen Starts. Das heißt, immer zum Kinostart werden Sie genau wissen, welcher Kinderfilm für welches Alter, ob nun 6, 8 oder 9, wir differenzieren sehr ausführlich, ob welcher neu ins Kino kommt. Darüber hinaus gibt es Geschichten dazu, welches Zusammenhänge zum Beispiel Kinderfilme herstellen. Wir haben einen Artikel über Asyl, Flucht, all diese schwierigen Themen, und man merkt, dass auch dort ganz viele Filme entstehen und auch ganz viele Filme was zu erzählen haben. Und das führen wir weiter und wollen große Zusammenhänge erschließen, genauso wie die neuen aktuellen Filme im Detail vorstellen. Die Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz bietet eine Auseinandersetzung mit aktuellen Kinder- und Jugendfilmen und soll ein Forum bieten, um sich mit Kinderfilmen und Jugendfilmen ernsthaft zu beschäftigen. Die Beiträge sind sehr vielfältig. Ich glaube, was sie verbindet, ist, dass man den Kinder- und Jugendfilm nicht irgendwie abschätzig beobachtet oder so als Randgebiet sieht, sondern als wirklich ernstzunehmendes Mitglied der gesamten Filmfamilie, was nicht nur ein Kinderfilm ist, sondern ein ganz normaler Film, den sich alle angucken können, der für alle auch interessante Sachen bietet.